willkommen an der FCSF. Hier entsteht das Selbstlernzentrum der FCSF. Aktuell ist die Schule dabei, es mit ausreichend PCs und Gruppenarbeitstischen zu bestücken. In der Aula finden Gottesdienste sowie größere Versammlungen statt, ebenfalls innerschulische Ereignisse wie Abschlussfeiern etc. Das ist das Sekretariat, die Anlaufstelle für Verärztung bis zur Hilfe bei technischen Problemen. Im dahintergelegenen Lehrerzimmer sieht man aktuell einige Pausen und Arbeitsräume. Dies ist der Medien- und Kopierraum. Hier kopieren die Lehrer ihr Unterrichtsmaterial. Das ist der Unterrichtsvorbereitungsraum. Und hier können unsere Lehrer einfach mal eine Pause von uns kriegen. Der Chemieraum ist in den theoretischen und in den praktischen Bereich unterteilt. Im theoretischen Teil lernen die Schüler, wie sie die praktischen Übungen durchführen können. Der Lehrer hat ein eigenes Vorführareal, in welchem er Experimente demonstrieren kann. Jedes Tischpaar hat zwei Gasanschlüsse, dazu ist alles, was bis zur Oberstufe benötigt wird, vorhanden. Von optischen Geräten bis zu Bausätzen für Experimente mit Strom. So sieht ein gewöhnlicher Klassenraum aus, ausgestattet mit einer Dokumentenkamera, Computer und einem Whiteboard bzw. einem Beamer. Jeder Schüler hat seinen eigenen Spind, gesichert durch einen Zahlencode. Die Kursräume werden von den Schülerinnen und Schülern zum eigenständigen Lernen und Arbeiten genutzt. Da die FCSF eine christliche Schule ist, wird jeden Morgen eine kurze Andacht gehalten. Im Unterricht achten wir auf ein gepflegtes und leises Arbeitsverhalten, damit eine gute Lernatmosphäre gesichert ist. Die Lehrer gestalten ihren Unterricht so kreativ wie möglich. Den Sportunterricht versuchen wir mit voller Leistung zu bewältigen. Es werden viele verschiedene Sportarten gelehrt, sodass der Unterricht so kreativ wie möglich gestaltet werden kann. Unsere Schule achtet auf ein respektvolles Miteinander, sowohl auf dem Pausenhof als auch im Gebäude.